Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX, heute am Mittwoch, dem 13. Juli 2022. Kurz zusammengefasst, kein guter Handelstag für den Leitindex, denn es ging bergab, und zwar um 150 Punkte oder umgerechnet 1,16%. Ja, zwischenzeitlich fiel der DAX schon deutlich tiefer, nämlich auf 12.625 Punkte, jedoch die Kurserholung von selbst 130 Punkten hat eben nicht dazu geführt, dass der Leitindex hier das Kurs letztendliche Risiko, was er heute hier in Kauf nehmen musste, hat reduzieren können. Also es verblieb, wie gesagt, im Minus von 150 Punkten. Zusammengefasst, charttechnisch, es gibt weiterhin natürlich auf dem Weg nach oben große als auch kleine Hürden. Wir fangen mit den kleinen Hürden an. Es sind eben die Marke von rund 13.050 Punkte. Das ist die erste wichtige Hürde, die es hier zu nehmen gilt, um eben diese Seitwärtsbewegungen zwischen rund 12.400 und 13.000 Punkten aufzuheben. Aber selbst wenn wir es mal schaffen sollten, 13.000 aus dem Weg zu räumen, 13.370, 13.4, das ist weiterhin ein recht großes Brett, muss man sagen. Und ich sehe nicht wirklich, woher derzeit die Impulse kommen sollen, die den Leitindex eben zu dieser Marke bewegen. Während es beim deutschen Aktienindex hingegen ein bisschen, ja, wie festgefahren wirkt, ganz anders sieht es bei Sartorius aus, denn die Aktie, sie ist richtig wieder auf dem Weg nach oben. Schaut man sich das hier an, sieht man auch sehr schön, dass sich hier eine wundervolle Bodenbildung hat durchgesetzt und hier hat eben sich die Aktie stabilisiert und den Weg nach oben eingeschlagen. Und das wirklich sehr dynamisch, denn die Aktie, sie notierte zwischenzeitlich schon bei knapp unter 300 Euro und in der Spitze schon wieder bei rund 390. Charttechnisch gesehen bestens hier intakt. Und ja, vielleicht wenn man jetzt ein bisschen hier Konsolidierungsmöglichkeit natürlich im Raum stehen nach einer schnellen Rallye von 30%, so gehe ich davon aus, dass bei Sartorius die Reise nach oben noch nicht zu Ende ist und Kurse von bis zu 430 Euro auch noch folgen werden. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und schalten Sie morgen früh wieder ein mit dem Blick auf die Wall Street.